zu entwenden und zu missbrauchen für einen Sprengsatz. Ja gut, also okay. Das ist wirklich gemein, aber ich bin dafür. Willkommen wieder bei der neuen Folge von Assassin's Creed 4. Jo, also, letztes Mal sind wir ja in dem Fort eingestiegen und haben da die Pläne geklaut. Ja, es hat wie gesagt eine Weile gedauert, bis ich da endlich mal es geschafft habe, endlich mal diese komische Glocke zu sabotieren, dass ich da dann auf jeden Fall nicht mehr der Alarm auslöse. Ja, ich habe das auch, wie gesagt, ein bisschen zusammengeschnitten und so. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Aber ich denke, ich kann euch da ja auf jeden Fall keine paar Stunden Rohmaterial zeigen. Also paar Minuten, also paar Versuche habe ich auf jeden Fall drin gelassen. Wenn ihr mal seht und so, wie es nicht geht. Das ist, glaube ich, auch mein Motto meines Kanals. Ich zeige euch, wie es nicht geht, damit ihr es richtig macht. Ja, ich muss mal sagen, so, ich bin nicht, glaube ich, gerade so der subtilste Typ, wenn es da um solche Sachen geht. Ja, Entschuldigung, Madame. So, war pure Absicht. Ja. Okay. Also wir sind auf jeden Fall erstmal auf dem Weg zur... wie soll ich sagen? Zur nächsten Mission, zur nächsten Quest. Ja, ich glaube, ich trinke da auch mal einen rum. Glücksspiel, Saufen, alles klar. Gut, okay. Fangen wir mal die nächste Mission an. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Die Pulververschwörung klingt schon mal sehr gut. Seht sie an, die Verräter. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor? Die Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Ei. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Wie gemein. Die Schiffe eines anderen Kapitäns oder so hier zu entwenden und zu missbrauchen für einen Sprengsatz. Ja gut, also okay. Das ist wirklich gemein, aber ich bin dafür. Lass dich ja nicht mein Schiff ist. Hä? So, achso, das ist jetzt in diesem Haus. War noch Sperrgebiet. Warum? Achso, okay. Ja, tschüss. Achso, das sind immer diese Durchgänge hier. Alles klar. Jo. Hast du falsch gedacht? Komm schon, ja, also. Ja, selber schuld, wenn sie sich meine Stadt breit machen. Das auch wirklich so sagen. Gut. Wo haben wir denn die nächsten Fesseln? Man muss mal gucken, was jetzt wirklich in der Nähe ist. Ich merke schon, die sind in der ganzen Stadt verteilt. Der nächste wäre der hier. Ah, schnell, also warum nicht? Komm, auch schnell durchspazieren. Die Insel ist ja nicht so groß, muss man jetzt auch ehrlich sagen. Aber was ich auf jeden Fall ganz cool finde, ich meine, das Gebiet ist auf jeden Fall größer als das von Assassin's Creed 3.
Obwohl es eigentlich auch schon relativ echt nice war, um das Ziel zu finden. Gucken wir mal, was für ein Ziel haben wir denn? Ich gehe erstmal da auf jeden Fall hier ins Gebüsch rein, in der Plantage. Ah, da haben wir es, oder? Den Schlüssel zum Lagerhaus stehlen, ja, das machen wir natürlich auch. Okay, die läuft entlang. Hallo Sperrgebiet. So. Hab ich denn da jetzt gesehen? Ja. Okay, ja gut, alles klar. So. Ja, machen wir halt mal wieder einen Metzel, aber egal. So gut. Habt ihr das gesehen? Ja, die töten halt ihre eigenen Leute, aber egal. Ren anpatzen, töten. Bam. Sind nicht mehr viele Leute übrig, ne? Von denen. Selbst. Hab ich mir auf jeden Fall erstmal die Wache. So, tschüss. Ui. Ist auch nicht so gut, dass ich jetzt da wieder runtergefroren. Stirb. Ja, jetzt, okay. Hab ich natürlich, wie gesagt, wirklich jetzt mal voll das Blutbad wieder angerichtet, aber so bin ich halt nun mal. Wie schon mal erwähnt. Hallo, tschüss. Tschüss. Ja. Wie gesagt, ich dachte, ja, okay. Schau dir mal dieses Bild an. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass ich da war. Oh. Ah, sabotieren. Und wo ist denn der Kollege hier? Ah, ich muss hier erstmal wieder den Schlüssel stehlen, oder? Das Lagerhaus, ist das überhaupt voll? Ja, das ist voll. Und wo ist das der Schlüssel? Ach, da hinten. Bleib mal hier jetzt. Alter. Gut. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall, wie gesagt, auch mal hier da die Ware mit. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Schlafpfeile habe ich. Sehr schön. Da habe ich noch ein bisschen Metall, ein bisschen rum. Läuft auf jeden Fall. Gut. Wenn die Briten hier meine Insel wegnehmen, nehme ich ihnen auch alles weg. Also, gut. Gestohlene. Ja, ich wollte jetzt erstmal noch die Ware haben. Wo sind wir denn? Hier. Gut. Halten. Pulverfässer, wo ist denn das nächste in der Nähe? Gut, dann nehmen wir das hier. Ich glaube, das ist nämlich auch das, was am weitesten entfernt ist. Achso, andere Richtung. Auf geht's. Na komm. Lauter Rotröcke hier. Was machen die denn hier? Achso, die haben hier ein Lager errichtet. Okay, alles klar. Oh je, okay. Ja, machen wir wieder Massaker, so wie das letzte Mal. Ja, so ist es halt normal. Also mit dem Schwert umgehen kann auf jeden Fall super. Nur wirklich sagen. Oh Mann, ich glaube, ich soll immer noch eine flüchten. Auf jeden Fall, komm, hau ab. Wir schießen auf dich. So. Komm. Ich hab mal auf jeden Fall den Rückzug hier an.
Ja, hier, glaube ich, kann ich. Oh, scheiße. Oh, verdammt, Mann. Oh, Mann. Also da, hier muss ich wirklich aufpassen. So, habe ich nur noch zwei. Komm, auf geht's. Ja, gut. Komm. Rauben wir die wenigstens mal aus und so, dann hat es wenigstens etwas gebracht. Na? Ja, was soll ich dazu sagen, so Leute hier, ja. Ich bin halt ein Freund des geschwungenen Schwertes, ne? Gut. Geht's? Achso, ich wollte jetzt noch die Kiste und so. Also, wenn ich mich mal schon mal hier hinten rumtreibe, dann nehme ich natürlich auch die Kiste mit. Jo. Also, das heißt, also ich habe gerade mal jetzt so die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Aber jetzt kann ich mich, glaube ich, in Ruhe an diesen Pulverfässern bedienen, da ich ja eh schon fast. Behalten und stehlen. Sehr gut. Jo. Oh Mann. Ja, ich kann es glaube ich einfach nicht lassen. Habe ich gedacht, sonst, dass sie da jetzt nicht drauf reagieren, aber egal. Na komm. Mal wieder ab. So, der nächste bitte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ja, da die Schüsse kriege ich auch noch hin. Ja, ich glaube, ich habe fast die halbe britische Besatzung hier ausradiert. Gut, eins haben wir noch. Wir schnappen wir uns auf jeden Fall. Oh, überall jetzt diese Sperrgebiete und so, das ist echt nervig. Na komm. Auf geht's. Jetzt sind wir schon wieder im nächsten Sperrgebiet. Das hat jetzt wieder diese Plantage. Aber da ist ja auch niemand mehr, ne? Ich hab letztes Mal schon, letztes Mal schon ausradiert. So. Komm. Schon mal rüber. Oder auch nicht. War noch Sperrgebiet. Komische Mauer hier. Also auf jeden Fall mal versuch's mal ein bisschen subtiler. Echt jetzt. Hier, komm. Oh Mann. Ja. Ja, ja, gut. Okay, was soll's. War wieder nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Oh, ey. Wir sehen wieder als Menschenschild. Ey, und ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich kann so nicht kämpfen. Gut. Bin zum Glück selber sehr hilfreich. So, okay. Ja, übrigens bin ich jetzt wieder aus dem Kampf raus. Aber die Wachen haben mich, glaube ich, immer noch im Fokus. Mmh.
hier. Ich sehe mich aber nicht. Gut. Na komm. Okay. Bitte böse ab, der Freund. Komm auf jetzt. Ey. Toll, super. Okay. Wollte ich mich gerade sagen, also hier, ehrlich. Jetzt krieg ich aber erstmal hoch und so tun wir die zwei hier aufräumen. So. Komm, geh doch mal hoch. Ich schau mal oben die Wachen aus, bitte. Ja, geh doch mal weiter hoch. So, er schmeißt die Granate, mir doch egal. Tschüss. Das ist nur eine oder was? Na gut, mir egal. Kann ich da ein Attentat-Mission machen? Kann ich so auf den drauf springen? Ja, ne? Attentat, machen wir das mal. Sehr schön. So, halten. Gut, Freunde, dann würde ich auch sagen, das war's mal wieder. Ja, Blastrohr sollte ich mal wieder ein bisschen öfters einsetzen. Das war's mal wieder hier mit dieser wunderschönen Folge und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschö mit Ö.